Die Salzach ist ein Gebirgsfluss. Sie ist mit 226 Kilometern der längste Nebenfluss des Inn. Juvarus war ihr erster Name in einer Zeit, als das römische Salzburg noch Juvavum hieß. Im frühen Mittelalter wurde das Salz aus den Solequellen in Reichenhall und Hallein, das mit Schiffen transportiert wurde, so wichtig, dass Fluss, Stadt und Land danach benannt wurden. Die Salzach teilt sich in den Ober-, den Mittel- und den Unterlauf und bahnt sich so ihren Weg durch Salzburg und Bayern. Im Oberlauf liegt ihr Ursprung auf 2300 Metern Seehöhe in den nördlichen Kitzbüheler Alpen. Der Mittellauf beginnt an der Grenze zwischen Pinzgau und Bongau und bildet den Übergang zwischen steilem und flachem Flussgebiet. Im Unterlauf teilt sich der Fluss in vier Abschnitte: das Freilassinger Becken, die Laufener Enge, das Dittmoninger Becken und die Nonnreiter Enge. Auf der 59 Kilometer langen Strecke von Bergheim nach Braunau bildet sie den Grenzfluss zwischen Österreich und Deutschland. Die Salzach mündet schließlich zwischen Burghausen und Braunau in den Inn und hat fast 2000 Höhenmeter überwunden und 34 Flüsse in sich aufgenommen. Ein natürlicher Fluss ist eng mit dem Umland verbunden. Flussufer und Nebengewässer sind vielfältiger Lebensraum für Menschen, Tiere und Pflanzen. Durch Besiedelung wurde in den natürlichen Flusslauf eingegriffen. Schon im 16. Jahrhundert wurde versucht, den oberen Teil der Salzach zu regulieren. Im unteren Teil der Salzach begann man erst im 19. Jahrhundert, den Fluss mit Holzeinbauten und großen Steinen einzuengen und die Talböden zu entwässern. Wertvolle Auengebiete gingen damit verloren. Im Norden von Salzburg wurde die Salzach von 152 Metern auf 114 Meter verengt. Dadurch transportierte der Fluss den Kies im Flussbett bei Hochwässern mit höherer Geschwindigkeit ab. Zusätzlich wurde Kies entnommen und damit die erwünschte Soleintiefung verstärkt. Diese Regulierung schützte vor Hochwasser und diente auch der Salzschifffahrt. Durch Hochwasser tiefte sich die Salzach im vergangenen Jahrhundert im Freilassinger Becken jedoch stärker ein als gewollt. Das hat mittlerweile ein Ausmaß erreicht, dass der Flusskies die erosionsanfälligen Sand- und Seetonschichten im Flussbett teils gar nicht mehr überdeckt. Wenn diese schützende Kiesschicht weiter abgetragen und sich der Fluss in die darunterliegenden Sand- und Seetonschichten eingräbt, kommt es zum sogenannten Soldurchschlag. Schon ein größeres Hochwasser kann dazu führen und dabei Grundwasserstand und Auwälder sowie im Extremfall durch Uferanbrüche auch Bauwerke gefährden. Der Lebensraum Salzach soll geschützt werden. Daher suchen die Behörden in Österreich und Bayern gemeinsam mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern nach Lösungen zur Stabilisierung der Salzachsohle. Gravierende Gefahren für Siedlungsgebiete konnten durch die Maßnahmen bei Laufen-Oberndorf schon gemindert werden. Gleichzeitig soll auf die Ökologie geachtet werden und der von der EU vorgeschriebene gute ökologische Zustand erreicht werden. Das heißt, mehr Raum für das Wasser, damit sich seine Geschwindigkeit verringert. Hochwasserschutz für Siedlungsgebiete und die Sicherung der Vielfalt von Tieren und Pflanzen im und am Fluss und in den Auen. Auch Menschen sollen von den naturnahen Flusslandschaften als Naherholungsgebiet profitieren. Außerdem ist zu prüfen, ob die Erzeugung von regenerativer Energie aus Wasserkraft einen Beitrag zur Sanierung leisten kann. Die Gestaltung dieses Lebensraums betrifft die gesamte Bevölkerung. Daher werden alle Menschen der Salzach-Gemeinden im Freilassinger Becken sowie Fachleute und Interessensvertreterinnen im Flussdialog Untere Salzach aktiv eingebunden. Gemeinsam erarbeiten sie eine Zukunftsstrategie für diesen Lebensraum. Bisher fanden 11 Flussdialoge in Österreich statt. Der Flussdialog an der Unteren Salzach ist der erste grenzübergreifende. In 3 Workshops zu den Themen Ökologie und Naturschutz, Nutzung und Wasserschutz sowie Wasserkraft werden die unterschiedlichen Positionen und Anliegen gesammelt. Das Ergebnis dient als Basis für eine Online-Befragung, zu der rund 20.000 Haushalte eingeladen werden. Abgeschlossen wird der Flussdialog mit 2 Dialogveranstaltungen. Gäste aus Verwaltung und Politik, Anrainerinnen und Anrainer der Flussregion, NGOs sowie Energieversorger werden die gesammelten Ergebnisse diskutieren. Das Ziel des Dialogs ist, eine Lösung für Umwelt und Menschen zu finden, damit die Salzach ein vielfältiger Lebensraum bleibt. Weitere Informationen zum Flussdialog Untere Salzach gibt es auf www.flussdialog.eu. Und Interessantes zum Thema Wasser gibt es auf www.generationblue.at, der Wasserwissensplattform des Lebensministeriums.